Moin Leute, es ist mal wieder soweit. Mein Flixbus-Chef zwingt mich zu arbeiten, obwohl ich krank bin. Ich habe letzte Nacht nur so circa 1-2 Stunden geschlafen, weil ich hatte krankeste Migräne, Fieber. Aber ich will euch jetzt auch nicht voll heulen, denn das ist das perfekte Experiment am heutigen Tag. Und zwar, wie fährt jemand mit nur 2 Stunden Schlaf ein Doppeldecker von Freiburg nach Karlsruhe? Guckt euch das Ding an, Alter. Damit kann uns niemand aufhalten. Ey, ich bin bestimmt schon seit 10 Jahren oder 15 Jahren nicht mehr mit dem Doppeldecker gefahren. Also, dass ich wirklich drin saß. Früher mit der Klasse sind wir manchmal Doppeldecker gefahren. Dann lasst uns doch mal los. Oh, eine orangene G-Klasse da auf der rechten Seite. Was ich mich frage, ist das gerade verboten, was wir machen? Darf ein Busfahrer krank einen Bus führen? Weil das ist doch lebensgefährlich, oder nicht? Also ein Pilot darf doch bestimmt auch nicht krank fliegen. Ich mache jetzt einfach mal gar keinen Stress. Ich stehe jetzt hier an der roten Ampel. Ich halte mich an die Verkehrsregeln. 20 Minuten später. Ey, und genau deswegen fahre ich über Rot. Junge, wie lange ist denn da Rot? Ja, ach. Ja, jetzt ist doch hier gleich schon wieder... Fahr doch bitte! Nee, das ist mir jetzt scheißegal. Ganz ehrlich, das ist doch wirklich Mist hier. Mann, Leute! Ich will wieder zurück ins Bett. Du fährst da nicht. Nee, ich fahr jetzt. Da, nein! Na, ja, ganz ehrlich, sowas lasse ich ja nicht mit mir machen. Oh, warte, aber warum? Ja. Ey, kann es sein, dass der Typ übertrieben über Rot gefahren ist? Oh, oh. Oh! So, wir müssen jetzt noch ein bisschen Zeit aufholen. Ist schön in Freiburg. Haben eine gute Fußballmannschaft mittlerweile, ne? Also da mit Thomas Streich. Stimmt. Die haben doch die Bayern aus dem... Oh, Alter, was war das denn? Aus dem DFB-Pokal geschossen. Alter, mir schlecht. So, da können wir gespannt sein, ob Paletto heute noch den Bus vollkotzt. Oh, das Blöde ist... Ich heule euch jetzt hier ein bisschen voll. Müssen wir alle kurz mal mit klarkommen. Aber ich bin auch, und das gebe ich auch gerne zu, wenn ich krank bin, bin ich wehleidig. Auf jeden Fall kommen die Kopfschmerzen wieder. Ich hatte mir so eine Aspirin reingeschallert. Aber ich habe das Gefühl, die verliert ihre Wirkung. Oh, guck mal, hier unten sitzen auch ein paar Leute. Die sind nämlich hier direkt an der Bordküche. Und direkt am... Ist hier das Scheiß? Ah ne, hier. Aber was ist das? Guck mal, wie dünn die Tür ist. Ist aber, wie sahst du denn da gerade? So, Leute, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Paluden. Ich bin ein bisschen krank. Das könnte bedeuten, es ist heute ein kleines soziales Experiment. Falls wir heute tödlich verunglücken, ist es die Schuld von meinem Chef. Weil der hat gesagt, ich muss heute arbeiten. Wie immer, ich bin auch YouTuber, nicht nur Busfahrer. Deshalb supporten Sie gerne meinen YouTube-Kanal, indem Sie ein Like und ein Abo dalassen. Und schauen Sie auch gerne mal auf paluden.shop vorbei. Da gibt es tolle Sachen. Da gibt es einen Mini-Paluden. Den kann man auch als Taschentuch benutzen. Würde ich allerdings nicht empfehlen. Weil dann ist der ja völlig vollgesifft. Junge, Freiburg ist so dicht mit Traffic, Alter. Hier ist überall Stau, auch hier wieder. Sag mal, was ist denn mit Freiburg los? Alle Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. Guck mal, hier auch so kleine Speedbumps. Boah, Alter. Ey, Freiburg hat ja richtig Berge. What? Und das gibt Punkte in Flensburg. Junge, ich habe ganz andere Probleme in meinem Leben als irgendwelche freaking Punkte in Flensburg. Ich habe es früher auch gar nicht verstanden als Kind, was dieses Punkte in Flensburg überhaupt sind. Weil was Flensburg, Alter? Und wer hat das überhaupt in Flensburg? Also, kurze Erklärung. Wenn ihr euren Führerschein habt, so, ihr habt euren Führerschein frisch gemacht, dann startet ihr mit 0 Punkten. Und umso mehr Punkte ihr habt, umso ungeiler ist das. Weil ich weiß es gar nicht mehr, wie das genau ist. Aber sagen wir mal, du fährst über eine rote Ampel, kriegst du, glaube ich, 1 oder 2 Punkte. Wenn du irgendwie so und so viel zu schnell fährst, kriegst du auch Punkte. Und irgendwann musst du zum Idiotentest und so weiter. Weil wenn du zu viel Punkte, dann musst du auch so Aufbauseminar und so weiter machen. Also... Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Och, dein armer Kaffee. Ein von Starbucks oder was? Ein geiler Frappuccino?
so eine süße Zuckerbombe, oder was? Könnten Sie mal das WC freischalten? Das WC ist freigeschaltet. Das ist vielleicht einfach besetzt. Weil da der eine, ganz ehrlich, der hat seinen Cappuccino da weggeschlürft und hat dann auf einmal so einen alten Flattermann bekommen. So sieht das nämlich aus. Bei mir ist es auch so, ich habe eine Morgenroutine. Erst wird der Kaffee getrunken und dann wird man eine Runde kurz auf Toilette gegangen. Jetzt sagt der eine oder andere, too much information. Nee, ist es nicht. Es ist genau die richtige. Ganz ehrlich, man muss doch mal den Toilettengang normalisieren. Jeder von euch, der das Video guckt, geht auf gut Deutsch gesagt scheißen. Ist einfach so. Ganz ehrlich. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Das weiß ich nicht, Oma, Alter. Wir haben auch, da muss man in der Seite gucken, wir haben da auch so kleine Kackbeutel. Das sind sind eigentlich für Hunde, aber da kannst du auch, machst du einmal flupp und rein damit. Ist super. Gibt es hier keine Heizung? Doch, Heizung haben wir. Boah, ich hatte ja am Anfang des Videos erzählt, dass ich auch Fieber habe. Alter, ich weiß nicht, warum das immer in der Nacht am krankesten ist, aber ich habe so bescheiden geschlafen. Mir war erst warm, mir war dann kalt, habe ich mir so ein paar Klamotten angezogen. Also ich hatte auch Vorklamotten an, ich schlafe nicht nackt. Aber mir wurde halt plötzlich kalt und da habe ich mir noch so eine kurze Hose angezogen und so ein Sweatshirt, weil ich so gefroren habe. Und dann hat die Migräne geballert. Also Migräne sind so wer schon mal Kopfschmerzen hatte? Europa-Park! Hier ist der Europa-Park. Also, ich war, glaube ich, noch nie im Europa-Park. Hier, nee, Schwarzwaldregion, der Schwarzwald. Habe ich auch nur Gutes von gehört. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mann, Oma, Alter. Oh, Baustelle. Ah, scheiße. Das ist doch Mist jetzt hier. Guck mal hier. Guck mal an, Alter. Oh, jetzt geht's hier aber gleich richtig den Berg hoch. Was ist das für ein Augenmaß? Ich hasse das, wenn ich in der Baustelle links fahre und rechts sind so LKWs. Dafür kann der LKW-Fahrer nichts, Leute, ich weiß. Aber es ist trotzdem da manchmal schon ordentlich eng auf der linken Spur und du musst echt... Weil guck mal da, der rechts hier fährt über, der ist über der Linie. Ja, aber ist auf der Linie. Oder das WLAN-Defekt? Weiß nicht, Mann. Guthabenverbrauch. Ich hab mir den Kottbruder-Podcast über Nacht angehört. Oh, jetzt, das ist natürlich... Oh ja, Alter. Was für ein Ehrenmann-Taxi. Ja, und... Oh. Hallo! Fahr doch! Och Mann, was soll denn der Mist? Ey, du gehst mir richtig auf den Sack. So, komm jetzt. Ja, da bist du ganz selber schuld dran. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ja. Müsst ihr gar nicht so blöd gucken. Das ist jetzt ja hier auch eine Sinne Autobahn. Solcher Farben. Oh! Alter. Habt ihr das gerade gesehen? Junge, der LKW ist so weggefetzt da vorne. Wie funktioniert das mit dem WLAN? Ne, du suchst dir das WLAN raus. Das ist Flixbus unterstrich V714. Und dann gibst du das Passwort ein. Das Passwort ist dicke Banane 44 und dann kommst du rein ins WLAN. Kann natürlich sein, dass es hier ein bisschen instabil ist. Das erinnert mich immer an das räudige Internet in der Bahn. Hey, Junge, das ist so lächerlich. Also Deutschland und das Internet. Ich komme in die Toilette nicht rein. Ja, da ist wohl gerade jemand, dann ist jemand drauf. Oh, unbegrenzt. Ja, bringt uns nichts. Also mit dem Bus. Wie schnell fährt der schnellste Bus der Welt? Weil der müsste doch auch gut was. Also, was gibt's denn da? Oh, jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Weil wir schaffen es hier so ungefähr maximal 110 zu fahren. Aber es gibt doch bestimmt, was ist der schnellste Flixbus? Ich bekomme keine Verbindung zum WLAN. Also ich meine auch richtiger Bus. Ich kann mal kurz die Augen zumachen. Weil hier ist ja wirklich lange gerade. Jetzt ist ja aber so eine... Warte mal, wenn ich aber... Kurve gut treffe. Oh, Alter. Das würde sich aber nach einem richtig deftigen Raucherhusten an. Oh. Hat sich jemand im WC eingesperrt oder kommt nicht mehr heraus? Junge, habe ich mich gerade erschreckt. Oh. Mein Nagel ist angerissen. Puhu, Alter. Wo ist denn ein Problem? Oh.
Ja, das war nur so ein Straßenschild. Oh, wir müssen hier runter. Da, Karlsruhe. Telefon. Oh. Wow. Nein! Ich wusste gar nicht, dass wir hier Rallye fahren. Wir sind umgekippt. Oh, Alter, wie rostig ist denn der ist denn unser... Scheiße. Ja, kein Problem. ADAC war da. Nee. Hä? What? Warum denn hier so rum? Jetzt muss ich hier durch den Wald fahren. Hä? Junge, ich verstehe das nicht. Vielleicht dann doch mal das Navi nutzen? Oh Mann. Ja, warte mal. Jetzt wackelt hier auch alles. Guck mal, ich will doch... Ich will hier. Hier will ich längs. Das ist doch jetzt... Jetzt fahre ich hier Offroad. Hier. Warte mal. Warte mal. Oh, das ist gut. So, und jetzt fahre ich hier rechts. Nein, Balken. Was ist denn mit dem WLAN los? Jo. Jetzt haben wir wieder Empfang. Ja, aber wir sind bis dato nur einmal umgekippt mit dem Bus. Einmal kurz ein bisschen weggegart. Guck mal jetzt hier. Jetzt kriegen wir richtig Stulle. 103. Da geht doch mehr. 104. 107. Sag ich doch, die 110 sind drin. Keine Verbindung zum WLAN. Oh, rot! Oh. Da ist kurz eine Ampel geflogen. Und ein paar Autos. Aber wir haben sie exzellent als Rambock benutzt. Und das gibt Punkte in Flensburg. Und das gibt Punkte in Flensburg. Ja und? Juckt mich nicht, Alter. Was ist denn los? Ich habe nämlich gar keinen Führerschein. Boom. Oh mein Gott. Wir haben was überfahren. Ja, eine Ampel. Wir haben eine Ampel überfahren. Mit voller Absicht. Guck mal hier. Bam. Noch eine Ampel. Ein Straßenschild. Sonntagsfahrer. Was ist euer Problem? Boom. Jetzt hier. Nee, der Mülleimer. Aber ich glaube, der Mülleimer, der ist zu stark. Bam, Junge. So. Können Sie mal heizen? Wir sind hier nicht in der Arktis. So. Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Ja, ja. Sehen wir an. Oh, guck mal hier. Hier ist das Flixbus Headquarter, oder was? Flixbus? Fahr grün. Ja, ich fahr grün. So Offroad. Da sind wir grün gefahren. So, Leute. Das war's mit unserem kleinen Experiment. Ich denke, wir können alle sagen, als Flixbusfahrer sollte man nicht mit 2 Stunden Schlaf in irgendeiner Weise durch die Gegend fahren. Das resultiert in Chaos. Chaos, Chaos. Ich hoffe, es hat euch aber trotzdem gefallen. Falls ja, dürft ihr super gerne ein Like da lassen. Vielen Dank für euer Verständnis. War mal wieder eine kleine Palettos-Krank-Folge. Aber ja, aktuell geht es ein bisschen drunter und drüber. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einer weiteren Folge wieder. Dann hoffentlich ein bisschen fitter. Leute, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.